mich, dass du jetzt hier präsent bist in Fleisch und Blut für die Welt und uns mal kurz erzählen kannst, was du machst, weil du machst ja eigentlich schon ganz schön viel im Hintergrund von Facebook. Du bist ja eigentlich so mehr auf Telegram. Du hast einen super schönen Kanal. Erzähl mal ganz kurz. Ja, ich hab mir da einen Kanal aufgebaut, der nennt sich Natur, altes Wissen und Spiritualität. Und da geht es um, also wirklich geht es um alle Themen rund um die Natur. Und beim alten Wissen ging es mir immer sehr, sehr auch darum, mal aufzudecken, wie die Geschichte eigentlich, die Geschichte der Menschheit, wie das alles vielleicht auch ganz anders war, als wir es immer in der Schule gelernt haben. Und da habe ich sehr viel nachgeforscht. Und ja, bei der Spiritualität ist ja klar, da geht es auch sehr viel um spirituelle Themen. Und ja, ich hatte immer diese Frage, Patricia, dass du oui. Du bist ja so die Spezialistin auch für altes Sprechen. Ja, was du dazu auch für Ideen hast, ne? Weil ich bin auch immer mehr dahinter gekommen, dass das alte Wissen, das, was wir wirklich brauchen, diese Informationen, die wirklich gut für uns sind, dass wir das in der Bibel alles finden. Alles. Und man sucht und hat alles direkt vor der Nase, ne? Ja, und es haben auch schon viele wieder, schon vor unserer Zeit, ganz, ganz viele wie Neville Goddard, die Florence Scovishin, die haben es alle schon gewusst. Aber das ist uns halt so auf die Art und Weise überhaupt nicht gesagt worden. Oder das ist altes Zeug, eben altes Wissen. Es ist einfach verloren gegangen und ich finde es auch so schön, dass wir hier jetzt da sind und sagen, ja, das, was wir wirklich sind und um was es hier geht, wir hier auf Erdboden, das ist eigentlich schon bekannt gewesen, aber scheinbar ein gut gehütetes Geheimnis irgendwie, könnte man irgendwie so den Eindruck bekommen, oder? Wie ist das dir da ergangen? Wie bist du da drauf gekommen? Also bei mir war es super spannend. Ich habe ja dann angefangen, ich mag ja das Wort nicht, aber es ist halt so, alle Informationen sind da und wir müssen uns nur damit verbinden und das Wort halt heißt halt dann Channeling. Und als ich angefangen habe, diese Fragen zu stellen, auch vor allem für meine Klienten und immer mehr versucht habe zu verstehen, weil ich eins gemerkt habe, der Verstand akzeptiert nicht Facts. Der fragt immer warum. Und das lernen wir auch schon, wenn wir die Kinder, du hast ja auch Kinder, wenn wir Kinder haben. Das Erste, wenn die anfangen, hier auf dieser Welt richtig de facto anzukommen und irgendwie die Welt zu erfahren, fragen sie immer, warum. Das ist ja auch diese bekannte Warum-Phrase. Aber das bleibt uns erhalten. Wir sind ausgestattet mit der riesengroßen Warum-Frage. Und wir müssen, weil es heißt, warum bin ich hier? Was mache ich hier? Warum ist alles so, wie es ist? Und da wird diese Frage beschäftigt jeden. Und diese Antworten habe ich bekommen. Und dann war es mir eigentlich sonnenklar, weil es ja ein Wissen ist, altes Wissen. Das ist ja nicht nur altes Wissen outgepusht, aufgeschrieben, kommuniziert, sondern es ist altes Wissen in uns. Das ist einfach da. Wir können dieses Wissen wissen. Und ich habe dann angefangen, dieses Wissen zu wissen. Habe ich all diese Autoren gefunden, die eben schon über dieses Wissen geschrieben haben. Was meinst du genau mit dieses Wissen zu wissen? Was bedeutet das jetzt genau? Dass in uns die Wahrheit veranlagt ist. Diese ganze Information über unser Sein, über unsere Herkunft, über die Funktionsweise unserer Welt, über das Universum und was eben auch tatsächlich gemeint ist mit Gott, göttlich und was das alles wirklich ist. Wenn wir alles, was wir gehört haben, mal sagen, ja, das macht mir alles überhaupt keinen Sinn, das zur Seite stellen und dann anfangen, tatsächlich die Wahrheit zu empfangen, dann ist sie plötzlich da. Mhm. Könnte man jetzt auch sagen, dieses Wissen zu erinnern vielleicht? Genau, einfach nur zu erinnern, ganz genau. Dieses Wissen zu erinnern und
nicht nur zu erinnern, sondern eben auch als wahrnehmen. Viele erinnern sich daran und jetzt kommt der nächste Schritt und das sind wir ja jetzt hier, um wirklich zu sagen, du darfst es als wahrnehmen. Das ist nicht, weil du es nie gehört hast, weil andere da nicht so auf die Art und Weise drüber sprechen, wenn du es für dich wahrnimmst. Es entspricht deiner Intuition, es entspricht deinem Download und das resoniert mit dir, dann ist es wahr. Und es ist nicht wahr, weil es andere irgendwie nicht sagen oder es ist anderes wahr, weil andere so viel sagen, was wahr ist, sondern das, was du weißt, was wahr ist, du spürst es einfach. Wir sind damit ausgestattet, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Wir wissen das. Aber wir trauen es uns nicht zu wissen. Das ist eigentlich mal so kurz, aber eigentlich soll es ja jetzt hier um dich gehen und nicht um mich. Es geht eben um diesen Kanal, wo du schon 5.541, ich habe gerade gesagt, wunderbare Abonnenten hast. Und in diesem Kanal machen wir eben auch ein Divine Healing am Sonntag um 11 Uhr. Also Natur, altes Wissen und Spiritualität, bitte. Ja, Zungenbrecher, ja genau. Beitreten, wir posten dann auch noch den Link an überall, dass ihr da an Divine Healing mitmachen könnt. Weil genau. Larissa ist jetzt auch Master of Divine Healing. Wir haben letzte Woche schon angefangen, hier öffentlich Divine Healings zu machen, weil es so notwendig ist, zu diesen ganzen alten Shit heilen. Und heilen heißt ja nur transformieren in diese göttliche, altbekannte Wahrheit. Genau. Ja, Larissa, erzähl mal, wie haben wir denn uns gefunden? Das ist so eine schöne Geschichte. Wie haben wir uns gefunden? Das ging ja damit los, dass meine Mutter, die hatte dich schon länger verfolgt, auch übers YouTube. Und dann hattest du ein Event angeboten in der Schweiz, in St. Moritz. Und dann hat sie gesagt, guck mal hier, wie findest du das? Habe ich gesagt, ja toll, mache ich, komme ich mit. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir uns da kennengelernt, haben wir uns da getroffen. Und für mich war das also von Anfang an so spannend, eine ganz neue Weltanschauung, eine ganz neue Art der Weltanschauung, die sich mir dadurch geöffnet hat, durch die Sachen, die du erzählt hast, wo du es jetzt auch eben gerade so ein bisschen schon angeschnitten hast. Und ich habe mir jetzt gedacht, das möchte ich jetzt auch gerne einfach weitergeben. Die vielen Abonnenten, die da auf meinem Kanal sind, und das finde ich jetzt ganz toll, Patricia, dass wir da diese Möglichkeit anbieten können, dass wir hier diese Divine Healings mal zusammen machen, dass jeder die Möglichkeit hat, das zu spüren und da mal in sich selber reinzuspüren und diese göttliche Wahrheit in sich selbst zu erkennen. Und das ist jetzt hier diese besondere Botschaft. Und deswegen freue ich mich da auch total, dass du da jetzt heute auch die Zeit hast, dass wir das mal zusammen ein bisschen uns einfach mal vorstellen und dass man jeder mal sehen kann, was wir hier eigentlich machen, ne? Und auch das so ein bisschen den Hintergrund dafür kennenzulernen. Ja, und das ist auch immer so meine Botschaft. Es gibt so viele wunderbare Frauen. Eine davon bist du, wo eben sich befreien darf aus diesem ganzen Zeug, um es jetzt mal überhaupt nicht zu benennen, das einen einfach einschränkt. Und diese wunderbaren Gaben, die du hast, und ich weiß noch, wir sind dann ins Gespräch gekommen und hast gesagt, ich liebe es zu schreiben, aber ich habe so eine Blockade, ich kann nicht mehr schreiben. Es geht nicht mehr. Und ja, dann wusste ich damals schon, das ist Shit. Kann nicht sein. Und ja, dann bist du den Weg gegangen und ich finde das einfach wieder mal so beispielhaft, dass es eben bei dem Weg gar nicht um mich geht, weil es geht immer um einen selber. Und was bewirke ich? Ich bewirke einfach, dass man nicht abbricht, dass man nicht aufhört. Wenn es rumpelig wird, ist es ja so wichtig, oder? Dass wenn es heftig wird oder Fragen gibt, dass man, wenn man dann alleine ist und niemanden hat, der einen dann einfach wieder hier auf seinen Weg zurückbringt, das passiert eben die meisten, die brechen dann ab, oder? Kannst du vielleicht auch noch was erzählen, wie es für dich gegangen ist? Aufgeben war keine Option. Da möchte ich jetzt mal ganz direkt was zu sagen, weil bei mir war das immer so, du hast ja auch schon gerade das angeschnitten, wo ich gesagt habe, ja, ich kann momentan nicht so viel schreiben, das ist so blockiert und so. Da hast du ja gleich gesagt, ja, das ist aber jetzt Shit.
Das ist aber schön. Und das ist mir dann auch so gegangen, dass du irgendwie so, also ich habe dich jetzt erfahren als jemanden, der so einen eingebauten Shit-Detektor hat, der einem das dann gleich sagt, oh mein Gott, das ist gleich wieder, die Patricia ist da wieder eine Sache auf der Spur, mein Lieber. Ja, also das war für mich halt dann einfach so extrem hilfreich, ne? Dass einem jemand das sofort vor Augen hält, guck mal, was du dir jetzt hier wieder für eine Geschichte erzählst. Ja. Ja, ich möchte ja auch Geschichten erzählen. Ich liebe ja auch Geschichten. Aber es sollen halt auch die richtigen sein. Es muss ja die, nicht die dich sein. Und die Welt weiterbringen. Und, ja. Und das ist eben das Wichtige. Und wenn wir uns eben von diesen ganzen alten Geschichten und Überzeugungen, und wir wissen ja nicht mal, was das ist, wir, das ist Wahnsinn. Für mich ist es dann sonnenklar, wenn ich jemanden kennenlerne. Das war ja für mich auch früher so ein bisschen ein Hindernis. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen und scannst ihn total sofort, ja. Diese Person findet es nicht lustig. wenn sie von mir jetzt, das ist mir früher, ich habe das eben nie verstanden. Viele Leute haben sich dann distanziert und wollten überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben, weil sie sich eben so durchsichtig gefühlt haben mit ihren ganzen Stories und mit ihrem ganzen Zeug, ja. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich das jetzt eigentlich auch als eben als Tool nütze und auch dankbar dafür bin. Fähigkeit, ne? Als, als Geschenk, weil früher ja. War das halt so für mich, das war eben auch so eingeordnet, wenn du in einer vollen Klarheit auftrittst, dann haben alle Angst und rennen weg und keiner will was mit dir zu tun haben, oder? Und jetzt kann ich das natürlich voll nachvollziehen, weil ich meine, wer zieht sich schon von einer fremden Person freiwillig gern nackig aus? Ja. Das ist nicht angenehm, ja. Mhm. Und aber mir ist es immer wahnsinnig schwer gefallen, wenn ich wusste, dass mir Leute Geschichten erzählen und irgendwelche Bullshit-Stories über sich, über ihren Seinszustand und wer sie sind und was sie machen können und was nicht geht und was weiß ich nicht was. Und ich habe mir gedacht, echt jetzt? Das stimmt doch alles gar nicht. Und ja. das war das Allerschlimmste immer. Ich bin einfach so auf die Welt gekommen und habe das gescannt. Ich habe meine Eltern gescannt. Ich habe meine Family durchschaut und habe es aber nie verstanden und dachte mir immer nur, was ist falsch mit mir? Was ist falsch mit mir? Was ist falsch mit denen? Was stimmt ja alles gar nicht? Das kann doch alles nicht sein. Ja? Und dann nachher Lehrer, Professoren, Lehrer von meinem Sohn. Und ich denke mir, ey, nee, wirklich? Und dann gab es halt eine Zeit, wo ich wirklich drunter gelitten habe, dass die Welt nicht so war, wie sie sich verkauft hat. Mhm. Und heute bin ich eben so froh, dass jetzt quasi das vor unser aller Augen geführt worden ist. Das, was ich damals halt schon so gesehen und vermutet habe, ist jetzt präsent. Das tut mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das zeigt mir auch, dass meine Arbeit und unsere Arbeit, auch deine Arbeit, so, so wichtig ist, hier eben zu sagen, was ist der Unterschied zwischen wahr und Lüge und was hast du selbst damit zu tun und was hast du selbst mit deiner Realität zu tun? Also um jetzt nochmal den Bogen zu dem alten Wissen zu schlagen, sozusagen, du hast so diesen eingebauten Wahrheitsdetektor und da bist du dann einfach diesem alten Wissen richtig auf die Spur gekommen. Genau. Du hast da festgestellt, da sind wirklich Wahrheiten drinne, die für unser Leben wichtig sind. Und das ist gar nicht alles so, wie wir es immer gelernt haben. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ganz genau. Ja, das ist ja echt mal eine ganz interessante Arbeit. Also das ist wirklich spannend. Ja, es ist für mich eben auch wieder so gewesen, dass der Weg halt der andere war. Ich konnte es nicht aus den Büchern lernen, sondern ich musste es wissen, bevor ich es aus den Büchern die Bestätigung nehmen konnte. Und ich glaube, das ist bei eben auch dieses große, große Problem, an dem alle oder ja, die meisten hängen. Sie versuchen, Dinge aus den Büchern zu lernen, aber das stickt nicht, das bleibt nicht drin, ja? Mhm. Weil es eben nicht von außen reingehen kann, sondern es kommt von innen nach außen, mhm, und findet dann seinesgleichen, zieht dann genau diese wahre Information an. Genauso wie der Bullshit
wenn ich eben nicht aufpasse, von innen nach außen komme und dann seine Bestätigung findet. Mhm. Aber wenn ich mal diesen Kanal der Wahrheit für mich geöffnet habe und das einfach mal anerkenne, ist es nämlich ein ganz einfacher Trick. Fühlt sich scheiße an, ist es eine Lüge, fühlt sich's gut an, ist es die Wahrheit. Ja, das ist so einfach. Ne? Das ist so einfach eigentlich. Aber wir können mit diesen einfachen Tools vielfach überhaupt nicht umgehen, weil wir dann in den Kopf gehen und dann so lang rumdenken, bis eigentlich eh nur noch Chaos ist. Und Chaos fühlt sich per se eh auch nicht gut an, oder? Also, ja, wir sind da auf einem ganz, ganz tollen Weg. Du bist mit dabei. Freut mich sowas von riesig, dass deine Gaben jetzt hier sind, dass du jetzt hier bist. Und erzähl mal kurz, was du alles jetzt so vorhast an Projekten. Ich weiß noch, im Coaching einmal diese Wand da neben dir, die war plötzlich komplett leer. Ja, das ist jetzt hier meine schöne bunte Wand, ja. Da habe ich tatsächlich also immer meine Notizen, was ich gerade so schreibe und für mein Buchprojekt, was ich da eigentlich an Inhalten drin haben möchte und wie es da weitergeht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das sind alles Bullshit-Geschichten, die mache ich weg, die kommen runter. Und dann war die Wand komplett leer. Und nachdem das dann der alte Bullshit aufgeräumt war, sind dann ganz neue Ideen geflossen und das ist dann geflossen. Und das Schöne dabei war einfach, es ist so eine Freude dabei, wenn so diese ganzen Ideen neu kommen und das ist kreativ und es fühlt sich gut an, es fühlt sich wahr an, es macht Spaß. Und das ist das Neue, was ich auch erfahren durfte und das ist was Besonderes für mich. Du stehst auch auf, freust dich auf den Tag, oder? Und bist einfach nur zufrieden und freudig. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich stehe auf wie der Sonnenschein. Und all dieser Shit, oder was dich immer so eingeengt hat und auch gebremst hat, hast du gelöst. Und es war ein Job, oder? Ich sag mal, ein paar Monate. Ich bin auf jeden Fall dran geblieben, voll, also monatelang. Und also was für mich jetzt so eine sehr intensive Aufgabe war, die ich mir selber gestellt habe, einfach meine Gedanken sehr intensiv zu beobachten, was läuft da untergründig ist das. Ich nenne das jetzt mal untergründig. Was läuft da eigentlich für einen Film die ganze Zeit ab? Das alles wirklich mal für sich selber wahrzunehmen, erstmal zu lernen, das wahrzunehmen, dann zu lernen, das zu ändern. Wie kann ich das ändern? Was kann ich daraus machen? Und wie kann ich auch dieses, ich komme jetzt wieder auf das alte Wissen, wie kann ich jetzt dieses alte Wissen dafür verwenden, um diesen Film, der untergründig bei mir läuft, in die richtige Richtung zu lenken? Um diesen ganzen alten Bullshit, vergleiche jetzt hier mit meiner Wand, diesen alten Bullshit da mal ganz aufzuräumen und dann dürfen da ganz neue Geschichten rein. Und das sind dann Geschichten, die mir gefallen, die ich so haben möchte. Und das ist doch eine ganz andere Sache, ne? Eine ganz andere Sache und so eine ganz Kleinigkeit, du hast ja auch aufgehört zu rauchen, einfach so. Ne? Ja, das kam noch dazu. Ja. So, das war fast wie nebenbei, ja. Fast wie nebenbei, nach wie lange? Ja, ich habe nicht so lange geraucht, so vielleicht 2 Jahre. Aber doch klar offensichtlich, dass in diesen 2 Jahren, wo du es angefangen hast, oder, da war die Kacke am Dampfen. Und als die Kacke nicht mehr gedampft hat, musstest du nicht mehr dampfen, oder? Ja, das ist jetzt eine sehr bildhafte Beschreibung. Aber irgendwie auch stimmig, Punkt, oder? Ja. Und so geht es halt allen. Und wir wollen ja hier nur ein kurzes Gespräch führen und kurz einfach mal einen Einblick geben, was alles möglich ist. Vielleicht fällt dir noch was ein. Ich bin immer so noch so geflasht, was auch vor allem jetzt in diesen letzten 2 Wochen Divine Healing wieder gehen durften. Das ist ja einfach so wow. Ja, also mit diesen Divine Healings habe ich einfach auch festgestellt, es ist in dem Moment, wo man selber so wieder diese Connection bewusst herstellt und wo man selber wieder in diese Göttlichkeit hineingeht, in diese Schwingung hineingibt und sich selber Dinge eingibt oder und sich selber auch die Erlaubnis dazu gibt, das zu sein, was man sein möchte, das verändert einen, das verändert das Leben, das verändert einfach alles um einen herum. Es hört sich auch leicht an,
Es ist tatsächlich, ich musste viel an mir arbeiten, das kann ich sagen. Aber es hat sich gelohnt. Das kann ich auch dazu sagen. Es hat sich gelohnt. Das, was man in sich selber investiert, das lohnt sich immer und das zahlt sich aus. So schön hast du das gesagt, ja. Und ich denke, was eben auch wichtig ist an der Art und Weise, wie wir Divine Healing machen, wie auch ich die Ausbildung mache zum Divine Healing, es ist eben kein Skript, es ist kein Konzept, sondern es geht tatsächlich darum, dass jede hier ihre eigene Wahrheit findet, die sie dann teilt, was zur Heilung anderer auch führt. Das ist es. Weil wir es in uns haben. Und es geht nicht darum, ein Skript oder ein Konzept abzuarbeiten, sondern geht darum, in einen Seinszustand einzutreten und in diesem Seinszustand seine Kraft und seine Power wirken zu lassen, die wir haben, so oder so. Und Ja, das wirkt automatisch auf andere Menschen, wirkt sich das aus. Weil es gibt ja auch so oft dann diese Frage, ja, was kann ich als Einzelner schon tun? ja. Da haben wir die Antwort. Genau das kannst du machen. Dich selber verändern, deine Gedanken verändern. Und in dem Moment, wo du anfängst, heilsam zu sein für dich selber, fängst du an, heilsam zu sein für alle um dich herum. Ja. Und du hast auch selber so viele Beispiele erlebt in deinem Leben, jetzt oder in den letzten, sagen wir mal, wann ist so März angefangen, oder? Im Mai. Im Mai, das ist nur mal Mai, Juni, Juli, August, September, 5 Monate. Das ist eigentlich keine lange Zeit. Aber wenn man sich überlegt, was alles sich verändern durfte, hat man das Gefühl, es ist ein ganzes Leben, das sich verändert hat. Ja, das ist wirklich ein ganzes Leben. Das fühlt sich auch an wie ein ganzes Leben, weil es ein ganz neues Leben ist. Na, und immer wenn man dann irgendwann, es passiert ja auch immer wieder mal, dass man vielleicht so ein bisschen in den alten Fahrtrott reinrutscht oder so diese alte Spur und dann merkt man, huch, wo bin ich denn jetzt hier? Nee, so will ich das nicht haben. Zack, ändern, weg. Brauche ich nicht, Bullshit. So einfach. Man muss Es nur die ist Gedanken so ändern. einfach, wenn wir den Weg frei haben, um diese Bedingungslosigkeit zu leben. Das ist ja das, was gemeint wird. Ja, ich könnte ja 100 Stunden drüber reden, aber diese bedingungslose Liebe, ja, und wo einem immer gesagt wird, du musst bedingungslos lieben. Das heißt so viel mehr, als was wir uns darunter vorstellen, unter bedingungslos lieben. Das ist ein riesen Mind-Package. Und nicht nur das, was wir vorstellen uns, da automatisch kommt ja dann, ja, dann muss ich ja alles akzeptieren, ja, dann muss ich ja so, da gehört noch so viel mehr dazu, um tatsächlich einfach zu sagen, was nachher dabei rauskommt, ist bedingungslose Liebe. Aber die muss ich halt erstmal in mir generieren durch meine Ansichten, durch den Shift meiner Ansichten. Aber wenn ich versuche, bei bedingungsloser Liebe anzufangen, dann fängt es irgendwie an, in meinem Verstand total rot zu drehen, ne? Weil man denkt dann, oh, ich muss ja alles lieben. Wie soll ich denn das machen? Das ist das große Problem. Ja, möchte man auch alles lieben? Also das ist ja dann auch erstmal die nächste Frage. Eben. Gerade wenn dann so irgendwelche Geschichten einem ständig durch den Sinn geistern, wo man eigentlich das eher abstoßend findet, vielleicht sogar, dann möchte man das ja nicht lieben. Also da Das kommt ja ist der die totale Widerstand auf, ne? Vergewaltigung, weil man sich dann irgendwie dahin vergewaltigt und sagt, ich bin nur ein richtig toller Mensch, wenn ich bedingungslos liebe, weil ich eben nicht verstanden habe, was Bedingungslosigkeit bedeutet und was wirklich Liebe bedeutet. Und das sind einfach zwei Dinge, die anders sind als in aller Munde gedacht. Das ist komplett anders. Und das aufzudröseln, das ist mir eine riesengroße Freude. Insbesondere das aufzudröseln, auch jetzt in Bezug auf Reichtum, das Ganze dort aufzudröseln. Und deswegen mache ich ja noch diesen Gratis-Workshop, Divine Wealth Activation. Ich weiß, das Wort Wealth ist für uns nicht so toll zu sprechen, nicht mal für mich. Aber ich habe es extra gewählt, weil Reichtum halt auch noch so ein bisschen beschmutzt ist in unseren Köpfen, ja. Und da will Überall ich das Gleiche, überall immer diese Bullshit-Stories, ne? überall die Bullshit-Stories und da müssen wir unbedingt rausgehen, weil Reichtum ist unser Geburtsrecht.
So, Bob Proctor hat ein Buch geschrieben, You Are Born Rich. Mhm. Was bedeutet das? Ja, das müssen wir verinnerlichen, dass wir reich geboren sind. Und da kommt wieder die Warum-Frage. Ja, warum bin ich denn reich geboren? Ich habe ja kein Geld auf dem Konto. So, ich habe ja nichts. Warum bin ich denn reich geboren? Ja, das sage ich dir in dem Workshop. Also auch da kann man sich anmelden. Also ihr habt jetzt viel zu tun. Geht in der Larissa ihren Kanal, meldet euch da an. Dann macht euch den Termin am Sonntag um 11 frei für Divine Healing. Dann meldet euch an für den Divine Wealth Creation Workshop. Und das wären jetzt mal so drei Sachen. Hast du noch irgendwas, was man wichtigst tun sollte in diesen Tagen? In diesen Tagen, also genießen, im Moment sein. Das ist mir gerade einfach auch noch so gekommen, wo du das mit den, ich bin reich geboren, ne, wo du das erzählt hast, weil ich liebe das immer so bei Kindern, wie sie so richtig im Moment sind. Und das wäre jetzt für mich noch die Message, richtig im Moment sein und den Moment genießen. Und dann ist da schon mal ganz viel getan. Das sind noch schöne Abschlussworte. Ich danke dir, Larissa. Dann werden wir uns jetzt mal kurz von Facebook verabschieden. Tschüss, tschüss. Tschüss.